Hi Leute, grüßt euch. In diesem Video nehme ich euch mit zur GardenCon. Das ist eine Convention von Garten-YouTubern, Influencern, Instagrammern. Und einige davon werdet ihr vielleicht auch kennen oder auch nicht oder vielleicht noch kennenlernen. Und ja, ich war auch eingeladen. Das ist übrigens ein Event, was gesponsert wird von oder ausgerichtet wird von Floragard und Bruno Nebelung, also Kiepenkerl und Sperli. Und deswegen werde ich zwischendurch immer auch mal wieder Werbung einblenden. Aber ich denke mal, wir können hier ganz neutral drüber laufen. Ja, und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Nach einem sehr langen und feuchtfröhlichen Abend haben wir uns jetzt erstmal ein reichhaltiges Frühstück verdient, bevor es dann gleich weitergeht in den Bus. Moin! Moin! Na? Wieder fit? Ja. Ja. Bisschen müde. Nach einem schnellen Frühstück, jetzt eben schnell noch Sachen packen hier auf dem Zimmer und dann geht's gleich in den Bus zum Park der Gärten und dann geht's richtig los mit der GardenCon. Ich freue mich schon. Fahrer gemacht. Ja, irgendwas erzählt. Das ist ja ein sehr netter Busfahrer, muss ich sagen. Moin, moin ist gesammelt. Wir sind, also meine Damen und Herren, GmbH seid und heiße Sie hier heute herzlichst vor dem Park der Gärten willkommen. Ich glaube, das war mal für ihn der nicht langweilig. Gut, aber da sind die Objektive halt drin. Also ja gut, dann wird es schwierig. Und wenn zwei Leute. Herzlich willkommen zu GardenCon 2022. Wir sind Christian von Floragard und Hanna von Kiepenkerl. Und Sperli, darf ich nicht vergessen. Weltweit, weil die holen sich die Reise hier und freuen sich wie Bolle, dass sie über 2000 verschiedene Rhododendron stehen. Und die Mustergärten, die Spielplätze, das Strom und das Zelt. Zwischen den Vorträgen gab es sehr interessante Workshops, wie zum Beispiel zum Thema Aussaat oder wie jetzt hier zu sehen zum Thema Fotografie. Welche weniger geklickt werden. Das ist so eine Geschichte, wo ich euch ein bisschen hinbringen möchte, wie man das so ein bisschen hinbekommt vielleicht. Das ist so dieses, ich habe einen schönen Blumenstrauß zusammengestellt, ich fotografiere ihn jetzt halt einfach. Hier, ne? Dass wir hier ein bisschen Lichteinfall haben und so weiter und so fort. Wir spielen so ein bisschen mit dem Licht. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen wieder die Unschärfe reinkriegen. Bei so einem Wetter haben wir letztes Jahr Shooting. Okay. Hey, das ist super lieb. Ja. Ja, und du machst dann eine. Zwischendurch habe ich dann die Zeit genutzt, um mich ein bisschen über die Produkte zu informieren und natürlich auch, um neue Kontakte herzustellen. Ich kann schon sofort essen, ne? Aber wer Samen drauf nehmen will oder so, sind jetzt nicht verhütet. Aber ja. Ah, du futterst die so? Machen wir hier unbedingt. Also die hier vielleicht noch, die hier auch noch. Bei der wird es schon eng. Das ist eine Habanero-Art, also die ist schon... Das ist bis 7, 8, das geht ja noch so, ne? Aber... Ich glaube, das war sogar das gleiche, die Bahn sogar. Ja, genau. Ja, genau. Dann haben wir letztes Mal was wieder bei ganz der Krim noch um. Wir haben hier heute eine Veranstaltung, aber ich werde heute mal ein bisschen meinen Insta-Account Natürlich wurde auch überall sonst gefilmt und interviewt, aber dafür sind wir ja auch schließlich alle da gewesen. Aber dazu gehört natürlich auch genau noch die Anzucht der Erden. Das ist so ein kleiner Schwerpunkt dabei, hier gleichzeitig herstellen kann. Das ist von gerade von der anderen Gruppe. Ich habe das mal so ein bisschen vorbereitet. Also wir brauchen hierfür genau 2 Liter Substrat und 500 bis 600 Milliliter Wasser. Also so richtig matschig. Ne? Man sagt auch manchmal Matschtöpfe dazu. Und dann wird das hier so ein bisschen angedrückt.
So, dann geht man quasi mit dieser Handpresse dann hier vorsichtig rein. Also hier drunter ist noch so ein Riegel, das ist wichtig, um das nachher rauszubekommen. Und drückt erstmal das so rein, dass die Würfel geformt werden. Und dann geht man nochmal mit seinem ganzen Gewicht da oben drauf. Jawohl. Ist eigentlich klar. Na, jetzt kann man natürlich noch mit so einer Mauerkelle hier ein bisschen schön machen. Aber wenn die Keimung dann abgeschlossen ist, dann lässt man diese ein bisschen antrocknen, damit die härter werden, fester werden. Ja, schwierig, geht wahrscheinlich schon. Also ich sag mal, Pflanzen, die wüchsig sind und auch gut wieder austreiben, wenn man sie zurückgeschnitten hat. Ja. Das sind Pflanzenarten, die auch gut Wurzeln bilden. Ja. In Spanien macht man das viel. Oder in Steinwolle. Also Erde brauchen die Pflanzen dann auch nicht, sondern die brauchen Wasser und Nährstoffe. Stoffe zueinander stehen. Wenn ich zum Beispiel Kalium und Magnesium habe, die miteinander konkurrieren, dauert ewig. Und da muss ich mit sauer wirkenden Düngern oder organischen Düngern arbeiten. Das ist sehr langwierig. Und einfacher ist immer, wenn ich einen niedrigen pH-Wert habe, weil den kriege ich mit Kalk immer relativ schnell wieder hoch. Total verpönt, wenn man die Erde nutzt. Gell? Wir warten ein bisschen. Da ist die Chili. Das Endergebnis kommt morgen. Doch, kommt so ein bisschen schärflich durch. Aber ich muss dazu sagen, ich vertrage relativ gut scharf. Deswegen. Du bist ja auch oft im Ausland unterwegs. Alles, ja, oder? Thailand, der ist schon ein bisschen schärfer. Ne? Und die sind lecker. Und wir haben auch da ja, ich hatte es anfänglich gesagt, die 5A ist alles anders als alle anderen. Die Wechselflur ist normalerweise immer eher sehr. Hey Leute, ja, das offizielle Programm ist so langsam zu Ende. Wir bekommen jetzt noch eine richtig tolle Parkführung durch den Park der Gärten. Das ist ein Riesengelände mit 140 Hektar. Und ja, ihr seht schon da hinten die etwas größere Gruppe. Kriegen jetzt hier eine richtig kompetente Führung und bekommen richtig viel zu sehen. Und ja, ich zeige euch einfach mal ein paar Eindrücke. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei wie ich. Langsam. So, jetzt gibt es auch endlich mal wieder was zu essen hier am Foodtruck. Guck mal, was da alle Hunger haben. Warum bin ich so unscharf? Jetzt bin ich scharf. Ein geiler Tag geht zu Ende, ein geiles Event. Vielen Dank an Sperli, Kiepenkerl, Flora Gard. Vielen Dank an alle, die da, die so gut mitgemacht haben. Fix und alle, 21 Uhr. Jetzt geht's noch ins Hotel. Kurz frisch machen. Gibt bestimmt noch ein Bierchen.
und dann geht es ins Bett und morgen geht es nach Hause. Und dann sehe ich zu, dass ich euch dieses Video hier schneide. Wenn ihr das hier seht, dann bin ich wahrscheinlich schon längst wieder ausgeschlafen. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht hier Daumen nach oben, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.